Willkommen zurück bei Pokémon Mond. Es steht der Kampf gegen Bromley an. So, sind wir bereit? Natürlich, Kugel. Oho, ein junger Pinselmannerschaft. Du siehst nicht gerade wie Hallas Inkeinkelkind aus. Das ist Basti. Er ist erst vor kurzem nach Hallula gekommen und hat seitdem eine Menge Abenteuer erlebt, Entdeckungen gemacht und Erfahrungen gesammelt. Die Attacken, die Basti und seinen Flapterix einsetzen können, hauen jeden aus den Socken. Wenn du dich für den stärksten Trainer hältst, dann solltest du gegen sie kämpfen, Bromley. Hey, jetzt hetzt mich dieser Hacken-Ein hier auch auf seinen Arm schützen los. Was ist das? Ein Zedring? Was erhoffst du dir von dieser Sache mit der Inselwanderschaft? Dann soll ich, weiß nicht, wohin das IP führt, ich antworte jetzt so. Das weiß ich noch nicht. Ach, was für ein Ahnungszeugnis. Was dich angeht, Kukui, bevor ich dich so richtig platt mache, zerstöre ich alles, was dir wichtig ist. Ich bin Bromley, die Zerstörung in Person. Ich werde dir zeigen, was es heißt, so richtig platt gemacht zu werden. Na dann? Ich werde übrigens an meiner Szene etwas umgehen, da mein PC jetzt. Also generell mein ganzer Raum wurde etwas umgestellt. Geile Musik. Skyboss Bromley fordert dich heraus. Tectus. Käferwasser, oder? Hat das Vieh nicht auch Käferwasser? So wären wir mit Akrobatik am besten drin. Tectus ist stark, ich weiß nicht, ob Sky mit dem mithält. Er wird Wasser einsetzen. Wait. Er wird Wasser einsetzen, weil Käfer macht wirklich gar nichts. Ich glaube, Tectus kann Wasserattacken. Ja, so war's. Er kann Wasserattacken, daher wechseln wir auf Shadow. Naja, falls wirklich den Wasserkäfer-Typen hat, dann greifen wir neutral an. Heike. Oder er weicht aus, das geht natürlich auch. So, Rasierblatt. Und ne, Pflücker können wir gut angreifen. Tiefschlag würde auch gehen. Das war nochmal Tiefschlag. Prio, oder? Erstschlagsquote. Tiefschlag kann man immer einsetzen. Ist allerdings sinnvoll, wenn man vor dem Gegner handeln will. Ich kann allerdings immer vor dem Gegner handeln, daher ist das unwichtig. Schwertanz? Oh nein. Das war nicht. Die Attacke Keilklinge ist eine Wasserattacke, aber er hat glaube ich nicht den Wassertyp mehr. Was hat er denn dann? Käferunlicht? Ich weiß es nicht, wir gehen weiter mit Pflücker drauf. Wir sind schneller, da kann der Schwertanz eventuell noch ein. Oder wir crippen. Danke. So, was hat er noch? Gleich Level 32. Ariados. Ah, die Spinne, ne? Ja, können wir Sky einsetzen. Aber sieht so aus, als würde der Team Sky Boss nur Ding einsetzen, nur Käfer-Pokémon. Da haben wir aber ganz gute Konter. Das ist echt geil. Ja, wir gehen mit Feldkraft drauf, können wir gleich noch die Initiative. Oh, er hat Tiefschlag, okay. Tiefschlag macht echt viel Schaden. Ja, wir müssen wieder auswechseln, Sky ist noch zu schwach. Der hat sich halt noch nicht voll entwickelt, ne? Ja, Smash regelt. Smash soll. Oh, nein, wegen Tiefschlag kann der ja nicht schneller sein. Sind denn nochmal tief? Ja. Weil wir nicht angegriffen haben, hat sich getroffen. Ein Funkenflug und das Ding ist weg. Sehr geil.
Erfahrungspunkte auch gut dabei. Abgefahren, bist echt abgefahren. Brownie, was treibst du denn da? Hätte die zerstörerische Kraft deiner Pokémon. Was, die richtig? Den Namen werde ich mir merken, das nächste Mal bist du fällig. Und er geht einfach. Jo, der Boss hat dich bloß gewinnen lassen. Du wirst schon merken, wenn er ernst macht. Gegen ein Kind auf Inselrande schafft zu verlieren. Was für eine Blamage, du Liebesgeil. Respekt, Basti, du hast dich wacker geschlagen. So kämen ich die Leute an der Seite. Basti, das waren ein paar spektakuläre Angriffsattacken. Ich bin echt beeindruckt. Was habe ich eigentlich erzählt? Ach ja, fast hätte ich es vergessen, dir was sehr Wichtiges zu geben. Diesen Selbstkristall solltest du sie wahr zum Tragen geben. Der letzten Entwicklungsstufe des Bouts, das du von Nala bekommen hast. Ja, wir haben schon Silvaro. Silvaronium Zed. Deine eigene Zed-Attacke. Sag mal, Basti, diese Maske, die du dabei hast. Die hast du doch von Marlon, oder? Ich kann sie im großen Maskeur für dich überreichen. Er ist ein guter Freund von mir. Ja, wahrscheinlich. Dass Professor Kuppel die Maske des Professors überreicht. Ach ja, was hier ist zufällig, wo Lilly sich gerade herumtreibt. Hier bin ich. Ich bin auch mit von der Partie. Wir waren zusammen unterwegs. Charlie ist sicher wieder in einem Malassar-Alarm und schlägt sich den Bauch voll. Ja. Ich war ganz schön in Sorge wegen euch, Professor Kuppel und Basti. Den Schergen von dem Skelett will man sich besser nicht anlegen. Ach was, ich finde ein paar Attacken im Kampf auszutauschen ist der schnellste Weg, einen anderen Trainer richtig kennenzulernen. Naja, ich werde mich dann mal auf den Weg zum Mountlander Kieler machen. Kurz schon der Pokémon-Liga nach, es gibt noch viel zu tun. Halt auf deiner Inselwanderschaft weiter die Ohren steif, Basti. Basti, pass bitte gut auf dich auf. Hey Basti, du hast Chris' Prüfung bestanden, stimmt's? Herzlichen Glückwunsch! Bei der nächsten Prüfung teilzunehmen, musst du zunächst zum Dorf der Capo, das in der Route 11 liegt. Wenn du Route 11 nicht findest, frag einfach einen Polizisten nach dem Weg. Viel Erfolg, du schaffst es schon. Los, Lilly, wir zwei gehen jetzt zusammen shoppen, hey? Ich glaube, wir haben übrigens kein einziges Solo-Spiel-Pokémon im Team, oder? Steinflug, Psycho-Elektro, Feuer-Gift, Pflanze-Geist und Käfer-Wasser. Und da kommt noch Stahl-Eis dazu. Habe ich jetzt einfach schon mal gedroppt. Sollten wir eventuell sogar heute bekommen. Die Folge ist, wo ist denn das? Nee, da unten ist es glaube ich nicht. Wir könnten uns jetzt, sehe ich, hier noch was anschauen. Ja. Hier könnten wir reinschauen. Eigentlich sollte es hier eine Arena geben, wenn ich mich richtig erinnere, aber warum nicht? Ja, mal schauen, ob es wieder was Neues gibt. Ja, was kann man sich denn kaufen? Neu sind die Dinger ganz sicher und es gibt nur drei Sachen. Ja. 5.800? 15.000, was ist denn das für ein Laden? Das ist eine Scheiße, wieso folgen so viele? Was ist die Kappe? Ja, die Hüte sind chillige. Oh. 15.000 für eine Brille, wollt ihr mich verarschen? Weil ich auch so viel Geld im Arsch habe. Wechseln. Geld wurden wir nicht. Ja, ich habe meine Cam jetzt einfach mal ein bisschen über den Screen gezogen, damit die nicht zu klein ist. Das ist, denke ich, einfach besser so gewesen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ich die auch kleiner machen soll. Dann zahlen wir erstmal die Pokémon und
Ja, dann schauen wir, ob Sky nicht heute noch ein paar Level bekommt, damit er sich bald entwickelt und ob wir nicht das letzte Teammitglied hier noch irgendwo finden. Ich glaube, ich habe mir tatsächlich als Notiz Dorf der Karte gemacht. Was ist das hier? Nein. Was ist das hier? Was? Nein. So, hier runter. Okay. Ich glaube, ich sollte mal in meine Notizen schauen, wo ich das Pokémon finden kann, damit ich keine Fehler mache. Bis gleich. So, ich hatte es richtig im Kopf. Dorf der Kaku ist es. Das wollte ich jetzt nicht, ich wollte einfach nur kurz den Screen antippen. Beim Doppelkampf können wir eigentlich rein. Die Frage, wen schicken wir rein? Wer kann die Schwächen des anderen ausgleichen? Er hat die Schwäche Wasser, Elektro. Besten wäre so Pflanze Boden. Wird jetzt der hier reingemacht oder der hier jetzt weiter? Das zweite Mitglied sollte eigentlich das hier sein. Deswegen Stray und Shadow gehen rein. Das Training mit meinem Pokémon kann eigentlich nur von einem Sieg gekrönt werden. Sich eine Trainingsmethode bezahlt macht, findet man erst in der Praxis heraus. Welche Bienen jetzt von hier reden? Sportkanonen, Gabrysia und Irek fordern sich heraus. Okay. Was habt ihr denn Schönes? Terribark und Dartignis. Okay. Ein, ich glaube, Normal-Pokémon und Feuerflug. Versuchen erstmal Dartignis rauszubekommen, weil es Probleme machen könnte. Dartignis sollte easy rausgehen. Können wir noch Schattenfässer würden wahrscheinlich nicht wirken. Wir machen Tiefschlag auf Terribark. Rechte Hand. Oh, weil ich angegriffen habe, funktioniert es nicht. Aber wir weichen aus. Ist in Ordnung. Sehr geil, der Tiefen ist da und fehlt nur noch Terribark. Das ist auch die Vorentwicklung von einem Reit-Pokémon, das wir besitzen, nämlich Terrible. So, das merkt man Level 35. Wir haben nur noch einen Felsgrab raus. Und dann soll der Rasierblatt den Rest machen. Ich glaube nach wie vor, dass wir mit Schattenfetzen nicht hitten können. Welches soll? Oder? Ah, oh, schade. Hat nicht ganz gereicht. Ja, jetzt aber. Machen wir den Kampf nicht länger, als er sein sollte. Was ist mit Zeraro los? Ich sollte mir wieder Pokémon besorgen. Ich dachte, der Kampf wird ein Kinderspiel, wie mich das jetzt ärgert. Mann, war mein Pokémon etwa nicht entspannt genug? Hätten wir auch eine längere Pokepause eingelegt. Ich war aber zum Pokémon Center. Oh, ne TM. TMs will ich haben. Gyroball. Ist das eine Stahlattacke? Eventuell könnten wir dem nächsten Teammitglied beibringen. Ja, ich will jetzt mal den Trainern aus dem Weg gehen. Reichen wir schneller. Was ist mit dir? Wir gehen mal den Trainern aus dem Weg. Ich brauche nicht auch Level in den Kämpfen. Hola, junger Trainer auf unserer Wanderschaft. Lass mich mal sehen, wie viele Selbstteile du bisher gesammelt hast. Ja, dieses strahlend leuchtende Gelb, das müssen Wolken im Set sein. In Ordnung, dann öffne ich die Barriere für dich. Beleg deine Prüfung mit Pokémon vom Typ Geist. Ich wünsche dir viel Spaß. Wollt mich zum Dorf der Kapu?
Okay, was haben wir gegen Geist? Nur Shadow, oder? Wir sollten allerdings nicht leaden mit dem einzigsten Pokémon, das was ausrichten kann. Schauen wir mal, was Mash ausrichten kann. Ja, wow, wir müssen eh noch durch so eine Scheiße durch. Hey, Basti. Mein Glück, dass ich dich gefunden habe. Ich hatte schon nach dir gesucht und du bereist man am besten auf dem Rücken von Pampros. Das mir auf Arcana sehr geholfen. Als Dankeschön würde ich dir gern Pampros über den Pokémobilfunk zur Verfügung stellen. Hab schon nur keine falsche Bescheidenheit. Danke. Das hätte ich eigentlich gleich bei unserer Begegnung in Malia City machen sollen. Und Lilis strahlende Schönheit hat mich geblendet. Ich hab's einfach verschwitzt. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, ich hätte absichtlich gewartet, bis du mit Pampros nicht mehr weiterkommst. Zur nächsten Prüfungsstelle kommst du übrigens, wenn du hier immer gerade musst. Und dann weiter zum Dorf der Kapu gehst. Ich wünsche dir schon mal viel Glück. Danke. Ist ja doch noch ein Weg. So, dann setzen wir ihn gleich durch Duisburg. So, damit können wir über diese Felsen hier laufen. Und da ist auch gleich eine Zigarrenzelle. Da haben wir auf Route 11 wahrscheinlich einen übersehen, aber dafür nehmen wir die jetzt hier einfach mal mit. Schauen wir lieber, was es für viele Pokémon hier gibt. Pampros wohl. Nee, Papuli heißt es. Blockiert ein Item, das nervt mich jetzt, weil ich habe gerade echt keinen Bock auf Trainerkämpfe. Die Trainerkämpfe machen wir wahrscheinlich sowieso irgendwann. Oh, Illikid. Der könnte ziemlich strong werden. Erstmal sprechen mit Drachenwut, denke ich. Das müsste ein Baby-Pokémon sein, von dem her. Ja. Nicht entwickelte Pokémon haben nicht sehr wenig Leben. Da können wir jetzt mit dem Hyperball rein. Der Kid sollte da mit drin sein. Hä? Was ist denn gekommen? Das sollte eigentlich nicht passieren. Bleib halt diesmal drin. Ja? Willst du mich verarschen? Weißt du, das kriegt mich in den Kid? Ich geh nicht einfach. Wenn du mir auf den Sack gehen willst. So einfach geht's. Oh, da oben konnte man Ding fangen. Tortunator. Daran kann ich mich erinnern, das war geil. Habe ich hier mal wieder nach Tortunator gesucht, bis ich dann eins hatte. Das war schön. Ja, den oberen Bereich hier können wir clearen. Viele nennen mich einen Angestellten, aber ich ziehe den Titel Geschäftsmann vor. Angestellte. Wow, da steht sogar Angestellte. Enter. Ja, nicht so nett stark. Nichts gegen Smash. Obwohl, trotzdem Typenvorteil. Ich glaube, Smash kann er noch gut mithalten. Netton sollte auch nicht über 80 Leben haben. Ja. So ist es. Ich spare wirklich nicht viel, weil ich nach der Runde auswechseln werde. Das
sei denn natürlich, wir können mit Drachenpunkten drin bleiben. Das wäre natürlich optimal. So, Level 37 für Justin. Keine neue Attacke, Ibitak. Ibitak gibt Luke. Sind wir die perfekt, beide Typen können jeweils andere Typen gut gehen. Ibitak ist allerdings sehr schnell. Oh. Anstatt Ibitak hatte ich im Kopf X-Bad. Ibitak hat aber Normalflug, oder? Normalflug, was auch immer. Naja. Ja, aber wenn da auch ein Voltwechsel reicht. Das Wechsel müssen wir nicht mehr. Voltwechsel haut auch hin. Dann kann Pokémon eigentlich auch sowas wie Geschäftssinn haben. Keine Ahnung, für dein Geschäft scheinen sie sich wohl nicht zu interessieren. Ja. Noch ein Zigarre-Dings. Wir haben wir inzwischen 19. Egal, werden wir dann sehen. Bei 20 sollten wir wieder eine Meldung bekommen. Vielleicht finden wir sogar gleich Fortunato. Ein Kurbel. Soll relativ stark sein. Vor allem kam die in Purpur. Wird es wohl in Rangkämpfen ziemlich häufig benutzt. Keine Ahnung, wieso den Kohler. Hatte der eine Fähigkeit, dass die Weltplatzierer das Feuerattacken stärker sind? Ich glaube ja. Habe ich sehr viel bei Sephiroth gesehen, diese Heil-Pokémon-Kämpfer, aber ich verstehe da echt nicht viel. Schon diesen Kämpfer und denkt mir, was denkt er sich, wenn das wird? Fangen die Hitze aus dem Erdreich unter der Alola-Region auf und wandeln sie in Energie um. Die Wunder der Natur sind einfach unglaublich und vor allem völlig kostenlos. Da kommt Fuli auch mal die Schnauze. Was gibt's denn hier? Wo sollte man herkommen? Das macht Heinrich Eich schon wieder hier. Hallo und einen guten Tag. Alola. In Alola findet man manchmal Haarbeine. Stränge von zu Glas gewordenen Felsgestein. Zeugen der vulkanischen Aktivität in der Region. Die Jahre von Dickdaber sind in Wirklichkeit Barthaare aus Metall, die es als Tastsensoren oder für die Kommunikation einsetzt. Hier, das ist für dich. Köderball. Schon wieder irgendwelche seltenen Bälle, die wir geschenkt bekommen. Versuch dein Pokédex zu vervollständigen. Das wird auch Proton der Fall. Nee, ganz sicher nicht. So, ob es ihn freut. Keine Ahnung, aber ich werde es nicht machen. Wie als Lehrer hat diese Ausstellung eins gezeigt, dass Pokémon und Vulkane genial sind. Wäre es nicht total cool, wenn hier plötzlich ein riesiges, fieses Pokémon aus dem Boden käme? Nein. Das Vieh würde wahrscheinlich hier alle umbringen. Weil ihr habt hier nichts Besseres als ein Magnetilo und wenn ein Pokémon aus dem Boden kommt, hat es wahrscheinlich einen Bodentypen. Das wäre ziemlich scheiße, insofern ein Magnetilo nicht die Fähigkeit Schwebe hat. Pokémon mit der Fähigkeit Magma-Panzer können nicht eingefroren werden. Ja, aber eigentlich passiert eh so selten. Ich bin einer der Forscher, die hier im Erdbeerkraftwerk arbeiten. Das ist... Mensch, Magnetilo, wie oft noch, wenn den ganzen Strom auf einmal auf, es gibt so einen Stromausfall. Oh, hast du dich etwa erschreckt? Weißt du, dieses Magnetilo, das ist in Wahrheit mein Pokémon. Tut mir leid, ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Hier eine Thematür gut machen. Danke, Itemspiel. Wenn Magnetilo Strom zum Fressen gern hat, hat man mir daheim den Strom abgedreht. Den nehme ich manchmal mit zur Arbeit. Der Fischer sagt, der Strom hier im Kraftwerk schmeckt mir ganz besonders elektrisierend. Ja, aber danke für die Themen. Wir sind hier auf Klassenfahrt, wir hatten den ganzen Kokoballbus nur für uns. Willkommen im Erdbeerkraftwerk. Nehmen Sie das Zeit, um die Infotafel zu lesen, aber bitte nicht die Kritzchen. Ich will das Ganze hier nicht durchlesen.
Kein Bock mehr, soziale Sachen zu schauen. Ja, wir haben das Gardezelle mitgenommen, was wir hier noch. Ich denke, zu Gardezellen werde ich alle sammeln. Obwohl zum Game dazu, ich habe ja nie Sonne Mond gespielt, sondern nur Ultrasonne. Daher ist es auch interessant. Ich habe es wahrscheinlich schon erklärt, aber in Ultramond gibt es nur diese Herrscher-Sticker und nicht mehr die Zigarre-Zellen. Wir werden jetzt nicht mehr gegen Elekin kämpfen. Brauchen wir einfach nicht. Mit Fleckmanns. Reichen erlaubt, Fangen verboten. Sämtliche Fleckmanns im Stand unterschieden im Schutz der Wörter der Luna. Okay. Nächstes haben wir hier eine Schwanze. Ah, hier. Das war noch nicht die 20. Okay. Hey Basti, Chris hat mir alles erzählt. Du hast ihm geholfen, seine neue Maschine zu testen, mit der man Herrscher-Pokémon anlaufen kann. Kommt mir bekannt vor, also haben wir beide unsere Prüfung bestanden. Klasse, ob wir dann hier auch ein bisschen stärker geworden sind? Ja, du jedenfalls nicht. Du bist ja sowieso ein echter Top-Trainer, deshalb schenke ich dir das hier. Geh weg, das ist ja mal nett. Sprecht euch noch etwas lauter, damit euch auch alle auf der Linie hören können. Oh, wo kommst du denn her? Du bist erst auf der Suche nach einem Pokémon namens Cosmog. Ist dir irgendwas selber? Was? Wir fragen dir gar nichts. Wofür ist also das? Cosmog selbst ist nicht besonders mächtig, aber es besitzt die Fähigkeit, unglaublich starke Pokémon zu rufen. Im schlimmsten Fall könnte es damit eine Katastrophe in Alola auslösen. Eine Katastrophe? Was können wir dagegen tun? Schütz des Kostes, was es wolle. Weiß ich aber, du gibst gerne der Frau dem nicht über den Weg. Wird hier die Güter auf meinen Rat zu hören. Schützt Cosmog in ihren Preis. Okay, schon. Oh, ich bin schon fragen, ob du Scan überhaupt von deiner Existenz weiß. Was meinst du damit? Hey, Moment, willst du hin? Wir sind hier noch nicht fertig. Basti, was passiert mit Lenny, wenn sie Cosmog finden? Ich verstehe zwar nicht so genau, was hier vor sich geht, aber wir müssen Lenny und Cosmog auf jeden Fall beschützen. Das können wir am besten, wenn wir noch stärker werden. Also auch zur nächsten Prüfung. Weißt du, ich habe mir vorgenommen, meine Inselmannschaft abzuschließen, um eines Tages von Kabuniki als Inselkönig anerkannt zu werden. Weißt du, jetzt will ich dafür sorgen, dass alle bei Pokémon-Kämpfen auch Spaß haben. Los, der Titel des Champs wartet auf uns. Ich glaube nicht, dass du das Zeug zum Champ hast. Oh, ist das Dorf der Carbon. Hier soll ich einen Sandern finden. Ich habe es eh schon gesagt, Bro. Na gut, oh, jetzt noch eine Zelle. Kann man denn hier im Dorf Sandern finden? Im Wasser? Das macht für mich keinen Sinn. Da ja, schaue ich jetzt auch einfach mal nicht. Das ist Stress oder das ist hier voll der Wache. Okay. Niemand weiß, wer zum Inselkönig ernannt wird. Die Leute sind den Launen der Kabu-Pokémon ausgelegt hat. Team Skull ist aus einer Gruppe entstanden, die den früheren Inselkönig als Boss hatte. Wusstest du das schon? Irgendwann haben die übelsten Stress mit den Kappen gekriegt und dann hat sich der ganze Fall aufgelöst. Naja, der Großteil. Wird nur noch die Deppen übrig geblieben, oder was? Was ist mit dir? Blutjahr. Okay. Wahrscheinlich wird über das Kommandutan hier gesprochen. Irgendwo tief in der Wüste liegen die Ruinen des Gedeihens verborgen. Aber da die Winde ununterbrochen mit Sand verwehen, sind sie nur schwer zu finden. Wenn es kaputt ist, damit wir gleich sagen, dass es von uns in Ruhe gelassen werden will.
willst du von mir? Kannst du doch nicht so einfach reinspazieren. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, aber wieder, willst du Ärger? Ja, ich will Ärger. Ja, was? Passt jetzt zeitlich gar nicht. Ich würde dich ja zu Kleinholz bearbeiten. Deshalb schenke ich dir das hier. Okay. Nur ein Stress mit ihm und er schenkt uns ein Item. Was willst du denn jetzt? Oh, lass gut sein. Okay. Was soll mit dem los ist? Die Heiler wies es natürlich ins Labyrinth und sie wird zu nicht werden, dass man sich angeblich die Steinstapel genau ansieht. Das heißt, die Zahlenfolge 2143 sei der schlichte Erfolg, was das wohl bedeutet. Das werden wir noch herausfinden. Erfolge, wo bin ich hier in Sandern? Ich glaube, ich schaue aber noch kurz im Internet, damit wir es heute noch machen. Hier hinten ist wohl auch noch dort der Kapu und hier im Hohen Graz soll es eine 10% Chance geben, das Pokémon zu finden, aber was will der jetzt schon hier? Oh, hey, das ist Eva, aus dem sich der Captain aufhält, muss ganz in der Nähe sein. Oh, Bauarbeiter, wie der Professor gesagt hat. Im Mount Lana Killian steht nicht eine Pokémon-Liga. Professor hat mir erzählt, dass man in den Pokémon-Ligen der anderen Region gegen vier superstarke Trainer, die sogenannten Top 4, antreten muss. Ein Kampf zwischen den Top 4 und Inselkönigin bzw. Inselkönigin, das wäre doch spannend. Wer wohl gewinnen würde? Du selbst? Keine Ahnung. Also hier soll es wohl noch hohes Gras geben. Ich hoffe, das zählt. Es sollte im Durchschnitt 10 Versuche dauern, bis wir Sander finden. Vielleicht haben wir auch Glück. Mal schauen. Ich werde es jetzt reinschneiden, jeden Versuch. Also. Versuch Nummer 2. Für mich dasselbe. Versuch Nummer 3. Nein. Versuch Nummer 4. Nein. Gleich Nummer 5. Immer noch nicht. Versuch Nummer 6, aber es kam gerade noch der Ruf an der Lippe. Oh, da ist es! Sehr geil. Ich dachte jetzt eigentlich, weil ich gerade noch einen Pelipper-Ruf gehört habe, dass Pelipper begegnen, aber wenn es da ist, dann wäre unser letztes Teammitglied. Schon. Ja? Ja? Sehr geil! Du bist vielleicht willig, uns beizutreten. Ich habe diesmal auch schon einen Namen. Hat sich auf Discord gemeldet, könnt ihr in zukünftigen Pokémon-Projekten auch natürlich machen. Discord-Server in der Beschreibung beitreten. Dann könnt ihr einfach sagen, ich schreibe das Team rein, das ich vorzunehmen. Und ihr schreibt dann rein, einfach, ich wäre gern dieses Pokémon. Wer zuerst bekommt, zuerst. Ja, dann werden wir eben nachdem wir nach diesem Pokémon benannt, hätten wir es. Eisstahl. Ja, wir geben ihm einen Spitznamen. Wir haben. Obwohl doch, wir haben gerade einen Platz im Team. So, Piken hatte sich gemeldet für Sandan. Oder Sandama besser gesagt, aber das ist es noch nicht. Ja, die müssen wir abschicken. Schon hier vergessen. Piken wurde in dein Team aufgenommen. Damit wäre unser Team vollständig und auch der Part zu Ende. Im nächsten Part werden wir dann schauen, dass wir es zur Geisterprüfung schaffen. Wird uns, glaube ich, Sander nicht sehr viel helfen können. Obwohl, wenn es das Pokémon ist, was ich denke, was noch zusätzlich den Fehltypen hat, könnte er uns eventuell helfen mit seinem Stahltypen. Das sehen wir dann aber im nächsten Part. Ciao.